Hi Leute und willkommen zurück zu Octopath Traveler. Wir haben uns auf den Weg gemacht zur nächsten Hauptmission und irgendwie komme ich jetzt zu so einer Höhle. Wir möchten mal rausfinden, was da überhaupt drin ist. Davor machen wir das Ding da platt. Ups. Okay. Funktioniert schon. Aha. Das auch. Nice. Lanze noch? Oh, schade. Ich dachte, alle guten Dinge sind drei, deswegen drei verschiedene Waffen. Müsste passen, aber. Hat leider nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. So, was haben wir noch? Moment, wir machen mal Diebfähigkeiten. Ah, GP. Nee, das scheint jetzt irgendwie magisch noch zu sein. Aber wir können ja Spinne weiter in der Zeit behaken. Oder? Nö, hier. Kommt den mal für diese Runde weg. So, jetzt Dieb und FP stehen. Aber diesmal von der Spinne. Alter, jetzt. So. Oh, unglaublich. Erste Hilfe, ja. Greifen sie einfach nur noch Anit an. Alter, so langsam reicht's. was nehmen wir denn? Na komm, Axt. Und die Fähigkeiten. Nochmal da drauf. Und wir spielen als erstes weg, weil ich glaube, der macht am meisten Schaden. Oh, shit. Okay. Gut gemacht, Hanit. Nein! Oh, zu spät. Okay, du heilst. Ja, komm, du heilst. Ich hab einen Plan. So. So, du belebst jetzt wieder. Leben, genau. Ich hoffe, dass jetzt halt nicht gewonshottet wird, aber sollte eigentlich nicht passieren. Nee, wird's hier nicht gut. Dann kann Olbrex hier nämlich gleich hochheilen. Und du, gute Frau. Das war diese blöde Spinne an. Erste Hilfe, so. Gut, sie ist safe. Jetzt müsste ich das noch überleben. Alter Schwede, unverlangsamt. Okay. So, du blöde Spinne. Machen wir am besten drei. Und dann mehr heilen. Okay, wir sind wieder voll. Jetzt habt ihr es geschafft. Primrose ist wütend. Oh, schön. So, dann möchte ich einmal noch kurz heilen. Ja, alle. Nee. Moment. Mehr heilen. So. Pass. Na, dann gucken wir. Drachenlied Gotteshaus. Quatschstufe 50. Das scheint nur eine Bonushöhle zu sein. Irgendwie bin ich jetzt. Nee, ich bin falsch. Weil solche Höhlen wissen wir. Moment, nee, da komme ich runter. Wo muss ich hin? Da hoch? Ne, ist so eine Kiste. Aber die können wir uns auch schnappen. Ja, mach das mal so. Und du kannst. Nö, passt so.
So, Bogen, nee. Schwert, ja, warum nicht? Greif mal den an. Hm, schade, hat nicht zweimal angegriffen. So, den da. Mach mal den da noch weg. Schön. Du noch mal weg. Sehr gut. Und... ja, tu hier auch noch weg. Jetzt bleibt der für die nächste Runde gebrochen. Die anderen beiden können ruhig angreifen, das ist nicht so schlimm. Wir nehmen die Dieb-Fähigkeit. Mach mal einfach einen Angriff. Wobei? Nee, ist okay. So mit über Sohn. Ja, nicht so schlimm. Wir sollten jetzt down sein. Jawohl. Es tut mir leid, dass ich immer wieder mit Primrose den gleichen Kram mache, aber es ist so unglaublich stark. So, was haben wir hier oben? Energiegranatapfel L. Okay. Wie komme ich jetzt genau zum... oh. Wie komme ich jetzt genau zum Ziel, wo ich hin möchte? Ich möchte eigentlich in die nächste Stadt. Aber ich finde den Weg gerade nicht. Ach, wenn die Vögel die Zauberkraft erhöhen, aber physisch angreifen, kann das sein? Die hatten wir doch schon mal. Bin ich ja fester Meinung. Ah, Lanze ist es. Damit kann ich dienen. So. Nö. Mach einfach so weiter. Das reicht mir eigentlich. So, du nochmal weg. Und du heilst dich mal einfach selbst. Ah, easy. So, dann kannst du auch nochmal schnell brechen. Und sie macht den Rest. Gut. Muss ich doch hier links lang? Hm. Auf jeden Fall geht's hier gut weiter. Deswegen bleiben wir auch mal hier. Beide ausgewichen? Primrose, ich bin enttäuscht. So, dann mit der Lanze. Ja, sie trifft wenigstens. Wenn auch nur einmal. Wow, sie wird langsam wie die Hölle. Ah, Mist, der Falsche. Gut. So, der ist mal weg. Können wir mal gucken. Haben die auch noch eine Schwäche? Nein. Leider nicht. Aha. Gut. Sogar sehr gut. Jetzt bin ich jetzt alle gebrochen und Primrose kann richtig schön draufhauen. Ah, Lanzen auch. Schön.
Schön vernichtet. So, gefällt mir das. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich gehe mal erstmal oben lang. Das sieht sogar richtig aus. Naja, gut. Wenn wir fertig sind, können wir ja nochmal unten lang gehen. Herzquelle, schön. Neue Musik? Das stimmt, ich hatte hier etwas zu erledigen. Genau. Was bisher geschah. In Heiligenbrück nutzte Alfen seine Talente, um einen Dieb namens Miguel zu retten. Ein Mann, der, sobald er wieder auf den Beinen war, einen unschuldigen Jungen entführte und verletzte. War es falsch, dass er glaubte, was er glaubte? Hatte Ogen die ganze Zeit über Recht? Sind manche Leben wirklich der Rettung nicht wert? Alfen sah zum Himmel auf. Sag mir, was hättest du getan? Aber darauf gab es keine Antworten. Und so, mit Selbstverzweifel im Herzen, kam Alfin in die Stadt Erzquell an. You know, ich bin schon so weit gegangen und trotzdem habe ich das Gefühl, nur weitere Fragen anstatt Antworten gefunden zu haben. Noch immer kein Zeichen für mich, hm? Ich reiß mich besser zusammen, bevor mich ein falscher Schritt noch abstürzen lässt. Doch schon mal clever. Hallöchen, warum so bedrückt? Ach, wehe mir. Meine arme Frau und meine armen Kinder leiden an einer schrecklichen Krankheit. Warum hat diese Seuche nur unser armes Dorf heimgesucht? Haben wir nicht schon genug gelitten? So abgeschieden und dann kommt hier eine Seuche her. Oder ist sie ausgebrochen? Dieser Beutel. Ihr seid doch nicht zufällig ein Apotheker? Ich bin tatsächlich wegen der Seuche hier. Oh. Ihr seid also gekommen, um uns zu helfen. Wenigstens einmal meinen die Götter es gut mit uns. Let's go. Dafür sind wir Apotheker ja da. Und jetzt bringt mich zu meinen Patienten. Oh, vielen Dank. Bitte folgt mir. Verzeiht, falls ich mir das nur einbilde, mein Freund. Aber stimmt irgendwas nicht? Ihr seht selbst sehr bedrückt aus. Ach, ist nichts. Überhaupt nichts. Wir sollten uns lieber beeilen. Der Erste, der sich um ihn sorgt. Mist, ich muss mich bedeckter halten. Auf jeden Fall gibt es Arbeit für mich. Oh, da sind ein paar. Herzogs. Du liebe Güte, sieh sich das einer an. I'm coming in. Ich komme schon. Oh, er wieder. Hi. The hell's. Warte, das ist doch. Wie habe ich den Ding jetzt gesprochen? Oh, keine Ahnung. Excuse me. Bevor ich mit der Behandlung beginne, muss ich noch ein paar Dinge über euch wissen. Das sollte reichen. Verzeiht, dass ich so neugierig sein musste. Dann wollen wir mal sehen, was ich gegen deinen Husten unternehmen kann. Oh, vielen Dank, Herr. The name's Ogun. Ogun ist mein Name. Ich bin ein reisender Apotheker. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass hier im Dorf einiges im Argen liegt. Deshalb bin ich hier. Oh. Nicht nur einer, sondern gleich zwei Apotheker sind in unser bescheidenes Dorf gekommen. Vielleicht leuchtet die Flamme jetzt heller für uns. Wie können wir das hier wieder gut machen? I'll be on my way. Nicht der Rede wert. Forgive me. Verzeihung. Wow. Ich
Dafür hätte es eine ruhige Hand, alter Mann. Howdy. Wir treffen uns ständig, hm? You. Du schon wieder. Und dann dachte ich, du hättest aufgegeben und seist heimgekehrt. Aber offenbar bist du aus einem anderen Holz geschnitzt. Und ob ich das bin? Wenn mir meine Medizin genommen und mein Ehrgeiz zerstört würde, hätte ich nichts mehr, außer der Liebe zu guten Wein. Wenn du das sagst. Mind if we shoot the breeze? Wie auch immer, angesichts so vieler Patienten ist es gut, dass du hier bist. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Vier Hände schaffen mehr als zwei, oder? I think not. Nein, ich arbeite immer allein. Ha, vorher wusste ich nur, dass du das sagen würdest. Aber wie du willst, dann mache ich es auch so. Well now. Puh, tja, das sollte alle, sollten alle gewesen sein. Ich bin ganz schön durstig. Sollte einen Blick ins Wirtshaus werfen. Wir sehen uns oben. Was macht er da noch? Der Junge hat euch doch gerade eine Medizin gegeben, nicht wahr? Und aber das hat. Oh, der Flamme sei Dank. Let me see it. Bitte lass mich kurz einen Blick darauf werfen. Ah. Warum kontrolliert er uns noch? Können wir rechts eigentlich weiter? Ne. Was haben wir hier eigentlich? Können wir rein? Ah, eine Kiste. Ein Stück Seil. Was haben wir damit denn? Greetings. Gerade kam ein Bursche namens Cervantes vorbei. Er steckte den Kopf bis Fuß in einer edlen Rüstung. Was glaubt ihr, was er wohl vorhat? Oh, keine Ahnung. Hi. Vor mehr als 10 Jahren hat mich mein Sohn nach einem Streit und Gräuel verlassen. Achso, ich habe irgendwas anderes gelesen. Sagt, er wollte ein Ritter werden. Stellt euch das vor. Natürlich habe ich ihm gesagt, was ich davon halte. Ich sagte ihm auch, dass er ein feiger Esel sei. Dass er es sowieso zu nichts bringen würde. Boah, wow, du bist ja nett zu deinem Sohn. Um ehrlich zu sein, bedauere ich es jetzt. Es war falsch und ich möchte nur noch, dass mein Sohn wieder nach Hause kommt. Aber der richtige Zeitpunkt dafür ist wohl verstrichen. Und jetzt muss ich die Suppe, die ich mir eingebracht habe, auch rauslöffeln. Der missratene Sohn. Hm, ja gut. Wenn du so gemein zu ihm bist, kaufen, was haben wir denn so? Oh, Alter, wie das Ausweichen einfach mal sinkt. Irgendwie ist es die Waffe nicht wert. So, Rüstung. Nö, irgendwie gibt es hier nichts. Nichts, was wir brauchen können. So, was haben wir hier? Noch eine Kiste. Abgetragene Stiefel, aha. So, wir können da oben hin. Oder ins Wirtshaus, wo wir eigentlich hin sollen. Wir reden erstmal mit denen hier. How fare they? Der Ogeradler nistet im Rube-Forst. Was für diese Namen, ne? Westlich von hier. Ihre Federn mögen schön sein, aber es sind trotzdem gefährliche Kreaturen. Ihr solltet also Abstand nehmen. Komm nicht zu nah. Ich meine es ernst. Ich werde bei einem Händler betrogen. Ich wurde bei einem Händler betrogen und habe jetzt kein bisschen Gold mehr. Daher werde ich mich jetzt von dieser Klippe stürzen. Ich bin es nicht wert, als Händler bezeichnet zu werden. Das ist alles vorbei. Es sei denn, eine einmalige Gelegenheit würde mir plötzlich in den Schoß fallen. Ich sagte, ihr sollt mich nicht zu nahe kommen. Okay. Ein Händler, der nicht auf andere hören wollte und auf die falschen Versprechungen eines Scharlatans hereinfiel.
Da er glaubt, es sei zu spät für jede Rettung, hat er beschlossen, das Zeitliche zu segnen. Hm, nicht so schön. Na, seit 3 Tagen sagt der Händler nun, dass er sich von der Klippe stürzen will. Ich wünschte, er würde es tun. Oder nach Hause gehen. Diese Unentschlossenheit geht mir auf die Nerven. Er ist eine echte Plage. Da gibt es nichts zu beschönigen. Verdammt, hoffentlich unternimmt bald mal jemand etwas wegen ihm. Du bist ja nett. Na gut, gehen wir uns einen hinter die Binde kämpfen. Ein Krug vor allem stärksten. How are you? Sagt etwas an euch, mein Freund. Was, Kerl? Keine Ahnung. Ist das so offensichtlich, ja? Well. Er steht euch quasi ins Gesicht geschrieben. Sorry about that. Ach, ist nichts. Nur eine verlorene Liebe. Eine, die schon langsam verblasst. Wenn ihr mich verführen wollt, müsst ihr euch schon was anderes einfallen lassen. Das war wirklich eine Frau, gut. Wow. Was? Hm? Wo ist sie denn hin? Die steht hinter der Theke. Gleich links. Du bist ein schlechter Lügner. Ich bin wohl nicht der Einzige, der jetzt einen guten Schluck nötig hat. Langer Tag? Ich meine es ernst. Wer zu oft lügt und sei es noch so geringfügig, verliert die Wahrheit aus den Augen. You don't say. Das werde ich mir merken. Ich habe mir deine Medizin angesehen, die du den Dorfbewohnern gegeben hast. Schlampige Arbeit. Als ob du nicht mit dem Herzen bei der Sache warst. Oh? Den geht aber auch gar nichts, was? Die ganze Zeit habe ich hier gegrübelt. Für wen oder was stelle ich eigentlich Medizin her? Warum bin ich überhaupt Apotheker geworden? Und ich weiß es einfach nicht. Ich kann keine Antwort finden. Das geht mir genauso. Und ich wette, dass ich schon viel länger auf der Suche bin. Was du nicht sagst. Komm erst nur so vor oder zittern deine Hände? Er sagt Volker. Ich denke, du hast zu tief ins Glas geschaut. Sind beide erschöpft. Klare Sache. Schlaf dich mal aus. Ja, Alfen, du vielleicht auch. Es gibt keine Antworten. Nicht für mich. Hey, yo! Alfen! Oh? Hallo, was kann ich für euch tun? Well, mein Fieber, es wird stündlich schlimmer. Oh. Ung hatte sich um euch gekümmert, richtig? Könnte er sich bei der Dosierung vertan haben? Bei den Göttern. Also, Herr Ung ist ein 1000-mal besser Apotheker, als ihr es je sein werdet. Jetzt bleibt ihr uns. The hell? Also, wenn ihr Ung so gottverdammt toll findet... Das war nur ein Scherz. Bitte, Herr. Bitte helft mir. Herr Ogen wirkt zu schwach, um ihn um Hilfe zu bitten. Aha. What? Zu schwach? Naja, alleine heute hat er seine Arbeitsutensilien bestimmt 20 Mal fallen lassen. Später hat er schrecklich was zusammengehustet und ist er einfach weggegangen. Das klingt nicht gut. The fact is, andererseits ist es natürlich kein Wunder, dass er nach so vielen Behandlungen einfach erschöpft ist. Ich dachte, das ist jetzt voll gemein zu uns und möchte uns da runterstoßen. Aber irgendwie... Melissa, vergib mir.
Immer dasselbe Albtraum. Oh, ihm geht's auch nicht gut. Keine Gewohnlichkeit verschätzen. Meine Patienten warten. Oh, er ist richtig im Arsch. Ich sollte mich in der Stadt umsehen, ob noch jemand meine Hilfe braucht. Okay. Das passt gut. Dann können wir hier genau ja, beenden den Part. Und dann gucken wir mal, was ja, wie es oben geht. Weil der scheint ja ein bisschen kaputt zu sein. Vielleicht können wir ihn auch noch retten und brauchen dafür ein bestimmtes Kraut. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.